Gummibärchen. Und für Sie, Frau Hase, auch eins. Gut, das macht dann 2 Euro. Und von Ihnen bekomme ich 1 Euro. Danke, kommen Sie bald wieder. Hey! Spielst du wieder, Chefin? Mit deinen Puppen kannst du es eh machen. Na, dir will ich es schon zeigen. Sicher bin ich die Chefin. Sehr geehrter Herr Buchmann, ich möchte so gern Chefin sein. Aber mein Bruder sagt, dass das nichts wird. Können Sie mir helfen? Die Steiermark ist heuer europäische Unternehmensregion. Wir sind das, weil wir die Region der hellen Köpfe und der geschickten Hände sind. Immer mehr junge Leute entscheiden sich dafür, sich selbstständig zu machen. Das ist eine Berufsoption, die in der Steiermark besonders willkommen ist. Innovation, Tatkraft und Umsetzungskraft sind hier zu Hause. Wir freuen uns über jeden Menschen, der sich selbstständig macht, weil damit Beschäftigung, weil damit Wertschöpfung und in letzter Konsequenz Lebensqualität verbunden sind. Eigentlich esse ich ja gerne Salat, besonders in der Mittagszeit. Doch bei vielen Salatbuffets erlebe ich des Öfteren ein böses Erwachen. Man greift auf eine schmierige Kernölflasche, oder es geht die Hälfte daneben, oder man nimmt zu viel. Dieses Ärgernis kann eines bleiben, oder man hat eine Idee. Meine Idee war das Durian Drop. In Ärgernissen Potenziale erkennen, Probleme lösen wollen. Daraus entsprang die Idee des Durian Drops. Im allgemeinen Bild verstärkt sich immer mehr, dass sich eine Produktion nur noch in Low-Cost-Ländern rechnet. Die Realität beweist, dass man durch innovative Ansätze sehr wohl in Österreich wirtschaftlich erfolgreich produzieren kann. Kompetenzen erwirbt man sich durch Fehler. Wichtig ist, dabei den Cashflow im Auge zu behalten. Es gilt, die Ressourcen und vor allem das Netzwerk um die Idee herum zu arrangieren. Eine wesentliche Frage ist also, wer kann unterstützen, wer kann mithelfen? Manchmal sind es dabei die besten Freunde, die Kompetenzen besitzen, die man selbst nicht so in ausgeprägter Dimension hat. Zudem braucht es in der Phase der Ideenumsetzung oftmals sehr pragmatische, ja sogar optimistische Menschen. Denn solcherlei Entwicklungen laufen selten ohne Fehlschläge ab. Es geht immer etwas schief, die Qualität ist nicht gleich 100%. Durch zielorientiertes, restriktives Netzwerken und dem entsprechenden Willen, das Ziel zu erreichen, kann auch das Charmante gewinnen. Wirtschaftlicher Erfolg und die Stärke unseres Wirtschaftsstandortes hängen vor allem davon ab, ob junge Unternehmen in der Lage sind, neue Ideen, Produkte und Dienstleistungen in die Realität umzusetzen. Wir haben viel Potenzial in der Steiermark. Wir zeichnen uns durch Kreativität, durch Unternehmergeist und viele neue Ideen aus. Um dies zu unterstützen, ist es uns wichtig, aktiv Innovationen voranzutreiben und den steirischen Wirtschaftsstandort in Europa als einen der interessantesten weiterhin auszubauen. Eines Abends habe ich also einen kurzen Spaziergang über die Mur gemacht und da habe ich die Idee gehabt, warum soll man eigentlich nicht die kinetische Energie des Wassers nutzen, um Energie zu erzeugen. Zusammen mit meinem Projektpartner Andreas Erkinger haben wir also die Grundzüge des Bandkraftwerkes entwickelt, das heißt, wir haben Skizzen gemacht, wir haben uns überlegt, wie können wir ein Konzept machen und daraus ist dann wirklich die Idee des Bandkraftwerkes zu einem Konzept geworden. Irgendwann war dann das CAD-Modell unseres Bandkraftwerkes mit innovativem Antrieb fertiggestellt und dann haben wir gesagt, jetzt bauen wir einen Prototypen. Ja und dann war es soweit. Dann konnte der erste Testlauf starten.
Wir waren also wirklich gespannt, haben den Prototypen hineingehoben. Und was ist passiert? Nix. Der Prototyp hat nicht funktioniert. Und das war eine richtige Enttäuschung für uns. Natürlich haben wir uns aber nicht unterkriegen lassen. Wir haben uns wieder hingesetzt, haben weiterentwickelt, haben geschaut, was können wir anders machen, was können wir verbessern, bis wir dann schließlich den Prototypen so weit gehabt haben, dass wir sicher gewusst haben, jetzt muss es funktionieren. Wir haben uns dann zusätzliche Partner ins Boot geholt, die uns beim Umbau unterstützt haben. Und irgendwann war es dann wieder soweit. Wir wollten es wieder wissen und sind zum zweiten Testlauf gegangen. Und siehe da, der Prototyp hat funktioniert. Es hat sich das Konzept bestätigt, wir haben gute Leistungswerte herausbekommen und das hat uns natürlich wieder motiviert weiterzumachen. Wenn ihr eine Idee habt, glaubt dran, bleibt dran und hands on. Herr Regler, wie können Sie mir dabei helfen, meine Idee weiterzuentwickeln? Wir klären also für Sie grundsätzlich ab, wohin die Idee gehen könnte. Das heißt, wohin möchten Sie mit Ihrem Ansatz? Das heißt, ist es nur eine Idee, die Ihren derzeitigen Arbeitsbereich verbessert oder ist es der Anlass für eine Selbstständigkeit? Und während dieses Prozesses werden wir Sie unterstützen mit unseren Netzwerkpartnern. Das heißt, wir prüfen und vermitteln Kontakte. Wir prüfen die Machbarkeit mit Hilfe von Expertinnen, um zu klären, ob die Idee wirklich neu ist, ob sie auch eine Chance hat, realisiert werden zu können und wie hoch Experten den Markterfolg einschätzen, dass am Ende ein wirklich innovatives Produkt herauskommt. Wie schaffe ich es nun, aus diesem Konzept zu einer Unternehmerin zu werden? Das ist eine Frage des Geschäftsmodells. Dort stellen wir Ihre Idee in die Mitte, suchen nach Kunden, nach Bedarfen, die noch gedeckt werden könnten. Also wer kann noch dazukommen als Kunde? Wen haben Sie bereits zur Verfügung, wird hier aufgelistet. Wer hilft Ihnen und was sind die Mittel, die Ihnen dabei zur Verfügung stehen? Am Ende soll daraus ein wertschöpfendes Konstrukt werden, das Ihnen ermöglicht, eine stabile Unternehmung auf dieses Geschäftsmodell aufzubauen. Das heißt, wirken diese Dinge miteinander. Seit Jahren habe ich den gleichen Job gemacht. Aber war das schon alles? Ich wollte eigentlich eine Arbeit haben, die mich so richtig erfüllt, die irgendwie von Herzen raus erledigt werden kann. Ich habe mich dann umgeschaut und habe Ziele gesucht und bin auf eine Reise gegangen. Mich hat es dann aufs Land rausgeschlagen. Dorthin, wo die Umgebung noch natürlich ist und wo einmal Ruhe herrscht und wo die Dinge einfach ihren Lauf gehen können. In dieser Idylle da war mir dann klar, dass das einfach besser zu mir passt. Dass ich hier an meinen Träumen arbeiten kann. Träume zu haben ist sehr wichtig, auch im Beruf. Ich habe mir dann Businesspläne gemacht und meine Ideen dann in meiner neuen Umgebung hier heraus am Land verfolgt. Dabei kam mir auch die Idee mit dem Tisch in Herzform. Viele in meiner Umgebung haben gesagt, ich soll mich da nicht verzetteln. Halt dich lieber an deinen eigentlichen Plan. Mach das später und konzentriere dich jetzt einmal auf dein eigentliches Business, auf die Grafikagentur. Solche Aussagen habe ich eigentlich in meinem ganzen Umfeld gehört. Und ich war eigentlich dann schon knapp davor, alles in die Tonne zu werfen. Dass ich in der Phase nicht umgekippt bin, habe ich zu einem großen Teil meinen Lebenspartner und natürlich meiner Familie zu verdanken. Also habe ich es dann einfach probiert. Mit der Tischlermeisterin Birgit Kumpusch habe ich dann genau die richtige Partnerin gefunden. Sie ist mit der gleichen Leidenschaft an das Projekt gegangen wie ich. Durch ihre Unterstützung hat der Steirer Tisch dann auch wirklich Realität werden können. Mein ganzes Netzwerk und speziell meine Freunde waren dann mit vollem Elan bei der Sache dabei. Das Wichtigste war, den Gedanken, das Gefühl und die Einstellung zum Steirer Tisch rüberzubringen. Ich habe das Ziel, also wirklich das Bild vor Augen gehabt, dass Leute um den Tisch herumstehen und ein Lächeln in die gestresste Welt zaubern. Schlussendlich kann ich nur sagen, habt Vertrauen in eure Ideen und Mut zur Umsetzung. Wir haben in der Steiermark keine Rohstoffe, wir haben nur den steirischen Hirnschmalz. Und damit unser Land auch für unsere kleine Ilvi unternehmerisch zukunftssicher wird, braucht es dazu notwendige Reformschritte.
Aus diesem Grund ist es ein erklärtes Ziel, der WEKO Steiermark, unser Land, weiterhin unternehmerischer zu machen und damit auch die Zukunft unseres Landes zu sichern. Na, dir will ich es schon zeigen. Sicher bin ich die Chefin. Hallo, großer Bruder. Rat mal, was ich gerade gemacht habe. Ich habe mein Firmenschild montiert. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe halt mein eigenes Unternehmen angemeldet. Ah!